Ich ist nicht dein Du und dein Du ist nicht mein Ich. Es ist schon klar, denn mein Ich ist nicht dein Du und dich meine ich ja nicht. Und ich meine, mein Ich ist nicht dein Du und mein Du ist nicht dein Ich. Es ist schon klar, denn mein Du ist nicht dein Du und ich meine ich ja nicht. Herzlich willkommen zur Pop-Session hier aus unserem Alex Berlin Radiostudio. Heute mit Carla Brisella, mit Jochen, Dennis und Anja. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt eben schon ein kleines Live-Set gespielt, beziehungsweise das wird man jetzt in der Sendung spielen, sehen. Wie war es so? War eure erste Fernsehaufzeichnung, oder? Ja, genau, oder? War unsere erste. Ja. Wie ist es so, mit dem Druck umzugehen? Der Druck ist groß. Dem Scheinwerferlicht? Immens. Nö, es ging. Also es war okay. Es waren ja doch Leute auch da. Ne? Sehr freundliches Publikum. Ja, das stimmt. Das ist manchmal im Fernsehen so, wenn dann noch so ein Bühnenact kommt, dann ist irgendwie so, jo, alle sitzen auf ihren Stühlen. Aber das war ganz entspannt hier heute diesmal. Total, bei der Pop-Session. Wir haben alle mitgewippt, das war sehr schön. Das ist sowieso wichtig bei der Musik, die ihr macht. Das ist ja so, ja, Post-Punk, Noise-Rock. Ich sag auch, es ist schön brachial. Es geht nach vorne, so. Zwar ab und zu auch so ein paar leichte Melodien dazwischen. Fangen wir mal nochmal mit den Basics an. Carla Brisella, was ist das für ein Name? Der Name unserer Band. Der Name unserer Band, genau. Ist aber auch der Name eines Pizza-Imbisses am Hermannplatz, wo wir oft hingehen oder hingegangen sind. Und wo wir uns den Namen dann auch überlegt haben. Sehr gut. Habt ihr, ist das so auch so ein verbindendes Element, dass ihr zusammen dann immer noch nach der Probe Pizza essen geht, so wie man sich das vorstellt in seinen Teenie-Träumen, wenn man dann eine Band hat? Ja, total. Ja, manchmal schon, ja. So, ja, doch. Ja, so ist das eigentlich. Aber wenn man auch irgendwie so eine Band ist, dann hat man ja auch irgendwie eine Geschichte, also die ja, glaube ich, auch schon versucht so zu erzählen, wenn man sich so eure Videos ein bisschen anguckt oder so ein bisschen das verfolgt, habe ich so das Gefühl, dass so sich so ein kleines Carla Brisella Universum anfängt aufzubauen. Und ich finde, ihr startet ja auch schon ganz gut mit eurer Findungsgeschichte. Das ist ja auch schon ein bisschen so legendenhaft. So, Anja und Dennis kommen nach Freiburg. Und treffen auf Jochen und Jochen schmeißt hin und zieht nach Berlin. Ja. Nichts als die Wahrheit. Wie ist das jetzt so? Hast du es bereut, Jochen, oder ist immer noch alles gut? Nein, es ist immer noch alles gut, ja. Super. Also das Timing war perfekt, ne? Also, ich wollte eh mit Freiburg Schluss machen und genau. Und dann war das Timing gut, dass die beiden gekommen sind. Und Berlin ist schon auch immer einer meiner Lieblingsorte gewesen, wo ich hingehen wollen würde, wenn ich weggehen wollen würde. Es ist ja auch sehr schön hier. Manchmal. Ja, es ist schön. Manchmal ist es auch schmutzig, habe ich vorhin festgestellt. Ein bisschen schmutzig hier, aber es ist ja auch gut. Freiburg ist es nicht schmutzig. So, das fehlt dann auch einfach. Ja. Wir spielen endlich krank. We'll be right back.
wir schauen auf die Decke, auf den Boden, wo wir uns bilden, nimmt es einen Lauf. Und du sagst, du bist ein Mensch und du träumst und versuchst, und du lachst und denkst, und du siehst. Ja, lass uns ein bisschen, genau, ein bisschen über Musik sprechen. Ihr macht Musik. So, ja, was bedeutet das für euch, Musik zu machen, eine eigene Band zu haben, auf Tour zu gehen? Ja, also es ist, naja, Musik, also es ist ja erstmal eine Form, sich auszudrücken, künstlerisch, irgendwas in eine Form pressen. Darum geht's. Und dann ist natürlich das Spezielle an der Band, dass man ja befreundet, also oder oftmals, oder wir sind befreundet auch, und dann startet man ein Projekt und guckt, was man, wohin kann das gehen. Und das ist halt gerade bei einer Band sehr spannend, so, weil es auch in alle Richtungen offen ist letzten Endes, ne? Und man, ja, das ist irgendwie ganz schön. So. Das ist auch wahnsinnig direkt. Also wir haben es ja kennengelernt, eigentlich, indem wir ein Theaterstück zusammen gemacht haben. Und was auch ein künstlerischer Ausdrucksform ist, aber es bleibt viel indirekter mit dem Publikum. Ne? Das Publikum ist dann doch meistens reservierter, weniger Headbang oder Pogo oder so. Und Musik ist halt einfach, spricht halt super, super direkt Menschen an, und das ist halt einfach auch eine super coole Erfahrung, dass das so gleich, dass man mit dem Publikum dann echt irgendwie Gemeinschaft bildet für eine kurze Zeit. Mhm. Habt ihr auch was oder nehmt ihr was vom Theater auch mit, jetzt in euer Bandprojekt sozusagen, zu Carla Brisella? Ich würde sagen, langsam. Also ich war total froh, dass es nichts mit Theater zu tun hat. Oder für mich am Anfang war es total was anderes, Leute zu hören, zu sehen, als zu sehen, zu sehen. Also Leute, die hören, die sind irgendwie nochmal irgendwo mehr in sich vielleicht. Und ich fand es auch sehr viel gruseliger, als Künstler Musik zu machen oder als Person Musik zu machen, viel persönlicher.
Und ich glaube, so langsam merken wir auch, dass es auch eine Performance ist. Und dass es auch, also es macht einfach Spaß, auch zu performen. Ich finde da die Grenze manchmal nicht so einfach, wo die da liegt. Wann performt man, wann geht man mit der Musik einfach mit, wann man mitgeht. Aber ich glaube schon, dass wir davon beeinflusst werden, oder? Auf jeden Fall, ja. Ja. Also, aber es stimmt, langsam. Es ist, am Anfang war es wirklich ganz klar Band, Musik. Es gibt, wird nichts inszeniert, in Anführungszeichen. Ne? Und ja, langsam guckt man dann vielleicht schon, naja, vielleicht kann man da noch das eine ein bisschen so machen. Und dann ist es schon, also es ändert sich auf einmal die ganze Show letzten Endes und das ganze Set. Das ist spannend, das so in kleinen Dosen doch noch unterzubringen, so, ja. Genau. Und ihr spielt ja dann auch mit verschiedenen Genres. Wir spielen heute auch bei der Popsession mit verschiedenen Genres. Wir sind, entweder hören uns die Leute jetzt gerade im Radio auf der 91.0 als Radiosendung oder sehen uns im Fernsehen oder bei YouTube oder in der Alex Mediathek. Es ist alles möglich, sozusagen. Wahnsinn! Es ist total abgefahren, quasi ein crossmediales Erlebnis sozusagen. Und ihr steht ja auch nicht nur auf der Bühne und habt ein Album, eine Schallplatte rausgebracht, ihr macht auch Videos, also so ganz klassisch noch zu den Singles. Und da fand ich so, dass ist mir so neulich aufgefallen, das ist schon ein bisschen geil, wenn man so eine Band hat und so ein Video macht und dann kann man halt, ja, sich bescheuerte Masken basteln. Also, ne, bescheuert nicht. Bescheuert, das ist jetzt vielleicht das Verrückte. Das haben wir auch gefragt. Ihr habt so in dem einen Video so riesige Fischköpfe auf, ne, und seid dann damit durch Berlin gestarkst. Das war, glaube ich, auch, habt ihr da überhaupt was gesehen da drin, habe ich mich gefragt? Ja, so ganz klein. So ständig gegen die Laternenpfahle. Gerannt. Das Gute ist, man konnte nicht so viel sehen. Das war auch gut, weil das war wie eine Schutzhülle. Ne? Man wusste nicht, wie die anderen Leute reagieren. So. Das Ganze, also war auch hilfreich. Ja. Wie ist das mit den Videos? Entsteht das auch aus euch raus? Habt ihr dann auch Hilfe quasi, außer Kamera logischerweise? Ich glaube, der Ansatzpunkt liegt erstmal bei uns. Also die sind eigentlich alle vom Ansatz her bei uns entstanden. Manche Videos haben Hilfe gehabt von Kameramännern, aber auch Produktionshilfe und auch von Ideen. Wir lassen uns auf jeden Fall beeinflussen und genau. Aber auf jeden Fall Endlich krank und Im Quartier sind Ideen von uns gewesen, das so umzusetzen, und dann hatten wir Hilfe dabei. Immer neu, mal fresh war das erste Mal, dass wir das ein bisschen an jemanden abgegeben haben, der Lust hatte, was für uns zu machen. Und dann meinten wir, ja klar, mach das. Von Anfang an. Von Anfang an ist ja aber auch ein anderes Video. Ne? Das ist ja aus alten Filmschnitzeln zusammengeschnitten. So. Genau. Aber generell ist es ja immer so, dass man Bock hat, also auch beim Musik machen, man hat eine Idee und das will man umsetzen. Und anders funktioniert es ganz schwer. Also wenn jemand anders kommt und sagt, hey, mach doch mal das, dann ist es immer, also ist schwer dann zu sagen, ah ja, das machen wir jetzt. Es muss erstmal schon bei uns erstmal starten, auf jeden Fall. Ja. So fair.
danke schön, dass du so müde bist. In deinen Händen alles scheint seltsam klein aus meinem Innern. Und flüsterst du zu mir in den Tiefen, helle Leuchte, bleibe ich bei dir. Ich komme heute nicht mehr drumherum zu erkennen, alles ist, all can be, I see. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Ihr müsst euch jetzt entscheiden. Und zwar, ich habe hier einfach irgendwelche Wörter vorhin zusammengesammelt im Büro. Was haben wir hier? Das passt auch ganz gut, ne? Was haben wir hier? Großstadt oder lieber Kleinstadt? Da wären wir dann auch wieder so beim... Entweder oder? Entweder oder eigentlich. Mhm. Das kann man jetzt auf verschiedene Sachen beziehen. Auf die Konzerte, die ihr spielt, aufs Leben, aufs Arbeiten. Kleinstadt. Oh. Ja, ich sag Großstadt. Ich sage auch Großstadt. Groß ist immer gut. Groß ist kann man sich groß. Besser verlieren als in der Kleinstadt. Ja. Dann die Frage matt oder doch lieber Glitzer? Glitzer, ganz klar Glitzer. Also ich hätte vor 2 Jahren matt gesagt und sage jetzt Glitzer. Wir sind bei Glitzer angekommen, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist halt ne, diese Songtextzeile, alles glitzert, was mich umgibt, so, ja, die sich regelmäßig tatsächlich, wenn ich das Lied höre, das bleibt immer hängen. So, wie man immer so irgendwie manchmal so ein Wort hat oder ja, eine Zeile. Genau. Ja, dann die Frage Kopfnicken oder noch lieber Pogo? Kopfnicken. Ja, es ist echt schwer, also... Ja. Gar nichts von beiden. Ich finde Kopfnicker. Kopfnicken ist halt richtig lame, muss ich sagen. Pogo finde ich Pogo auch ist so ein bisschen übers Ziel hinausgeschaut. Ich bin für Pogo. Ich bin für nichts. Okay. Okay, Anja, okay. Du bist raus. Tu einfach Anja, nichts. Genau. Und dann die Frage, höflich oder doch lieber Berlin? Immer höflich, finde ich. Ist wichtig. Berlin ist aber nicht unhöflich, finde ich. Berlin ist halt eine andere Form von Höflichkeit. Ja. Eine sehr ehrliche Höflichkeit. Ich habe hier noch eins. Ja, genau. Glamour oder doch lieber der Underground? Das ist so ein bisschen wie Glitzern und Matt. Das nimmt sich nicht auch aus. Das nimmt sich nicht schließlich. Man kann auch Glamour haben im Underground. Also das geht ja auch. Beides. Also,
Wo ist der Underground eigentlich? Das ist auch immer die Frage, ne? Wie definiert man das sozusagen? Ja. Ne? Irgendwie, auch wenn man sagt, keine Ahnung, etwas ist Indie, unabhängig, ja, aber von was? Ja, oder wie klein, wie groß sozusagen? Ist es ja auch immer irgendwie relativ. Seid ihr Leute, die sich schnell entscheiden oder auch in der Band sozusagen, wenn ihr Bandentscheidungen treffen müsst, seid ihr dann so, okay, zack? Ja, wir sind ja, aber auch immer wieder. Also wir Sachen werden auch durchaus dann wieder oder ja, wir arbeiten, glaube ich, oft schon sehr detailliert, so dass dann sehr viele Entscheidungen oft anstehen und eigentlich sind wir immer ganz recht, also oft einer Meinung wirklich, erstaunlich oft, wenn wir Sachen ausprobieren. Doch. Ihr wart jetzt ungefähr ein knappes Jahr, also wenn wir die Sendung aufzeichnen, ist es Frühjahr 2018 oder so, naja, fast ein Jahr oder so mit dem neuen Album auf Tour, also jetzt nicht komplett jeden Tag, aber so über die Zeitspanne gerechnet. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, man nimmt so ein Album auf und dann geht man raus damit in die Welt. Mhm. Hat sich jetzt fast verändert sozusagen. Das Album heißt ja nicht für uns, dass es jetzt aufhört, und wir, sondern es ist ja eigentlich ein ständiger Prozess. Und deswegen ist es schwer zu sagen, was das Album für uns verändert hat, weil es kommt ja auch immer das nächste Album oder das nächste neue irgendwas. Songs, ja. Genau, es ist, glaube ich, eher ein ständiger Prozess, ein ständiger Wandel auch einfach, genau. Ja. Ah ja doch, ich glaube, eine Sache vielleicht, die hat mich beim letzten Konzert, was wir hatten, hat uns danach eine Frau erzählt, dass sie, wenn sie Sehnsucht hat, ein bestimmtes Lied hört. Und das, also das auf einmal, dass man das Feedback bekommt, dass sich jemand da, dass ihm das wirklich was bedeutet, der Text, die Musik, das finde ich, ist für mich was Neues, total neu. So ein Feedback. Ja, ja, sonst machen wir da unser Ding und frickeln so rum. Es gibt so was Konkretes, worüber Leute, wo sich Leute dran festhalten oder drüber reden können und so. Und das ist stimmt, das hat es vorher nicht gegeben. Mhm. Und das sowas, Ich hatte auch erst kürzlich am Rande eines Konzerts auch ein Gespräch auch mit einem Musiker, die als Band jetzt erstmal nur EPs rausgebracht haben und auch weiter nur EPs rausbringen wollen, gar nicht so Interesse am Album haben, aber die total das Feedback kriegen von den Festivals so, ah nee, wenn ihr kein Album habt, nee, dann könnt ihr uns bei uns spielen. So. Also dieses Spannende so, dass dieses Album irgendwie immer noch nicht tot ist. Alle behaupten das seit Jahren, aber es lebt. Für viele ist es echt so ein Stellenwert, so man erst mal eine Platte rausgebracht hat, dann ist man auch eine Band und so, ist halt totaler Quatsch. Also ja, also genau, hier Gewalt und so, die bringen ja andauernd nur so 7 Zoll Platten raus und sowas. Und ist, also, ja, also wenn das für Leute wichtig ist, ein Album rauszubringen, dann ist total bescheuert letzten Endes. Ne? Darum geht es ja überhaupt nicht. Also es geht ja immer um die Musik, sollte es gehen. Und, aber klar, also im Business ist es natürlich, sehen das andere Leute anders, glaube ich. Jo, 2018 geht das Business auch weiter. Das war die Pop-Session mit Carla Brisella bei Alex Berlin. Schön, dass ihr da wart. Viel Spaß 2018 auf den Bühnen. Ja. Vielleicht schaut ihr wieder in Gabis Gruft vorbei. Ich glaube nicht. Auf ein Bier vielleicht mal. So, aber ja, das ist ein großartiges Erlebnis. Ich hoffe, es hat euch auch hier gefallen heute, obwohl wir Tageslicht hatten. Super, ja. Cool. Danke. Jo, merci. Ja. Wir spielen noch einen Song. Immer neu, immer fresh.